Heute machen wir miteinander ein pochiertes Ei, Kartoffelcreme und Babyspinat. 9 Minuten 50, länger darf es nicht dauern. Wir stellen einmal 9 Minuten um. Wir sind theoretisch so gar nicht locker, aber knapp über die Schulter gehen. Zuerst, was wir tun, ist einmal Südtiroler Ei pochieren. Die meisten haben Leute einmal Angst vom Pochieren, weil das Ei gern kaputt wird in Essigwasser. Wir machen es heute sehr einfach. Trick 17, einen Plastikring oder einen Eisenring, einen Tropfen E-Leine. Mit einem Pinsel das ganz kurz ausstreichen. Das sind zwei Südtiroler Bauernei und zur Südtiroler Qualität, sei besser gesagt, nicht anpickt. Nachher das Kackerl rein. Allmählich begleiten. Man sieht ja die Qualität von Südtiroler Ei. Das Dotter wird halt nicht hin. Ne? Warum? Weil es ein glückliches Ei ist. Glückliche Eier. Und glückliche Tiere können alle glückliche Eier machen. Nachher die Klosterfülle ganz leicht zurücken. Wir tun das Kackerl nicht salzen, weil wenn wir das Kackerl salzen, dann wird das Eiweiß zäh werden. Weil es eben zieht. Nach Spagat, platziert er daheim. Es ist möglich, wie viel Luft beim Sack klauser tun. Das heißt, ganz sanft zudrücken. Wenn wir allein sind, brauchen wir keine Hilfe von jemandem. Nehmen wir vom Kochlöffel, hängen das nochmal auf den Kochlöffel drauf. Sehr einfach. So schaut es halt einmal aus. Und den Knopf rein. Fest. Und da haben wir in wirklich in kürzester Zeit ein super Gericht. So schaut es aus. Und das Wichtigste ist beim Broschieren, das Wasser muss ziehen und nicht kochen. So, das kann man auf Brot ein bisschen einschalten. Was soll der sein? Und es hat angefangen zu kochen. Weil, wenn es angefangen hat zu kochen, dann hat es gar nicht wieder zu viel durchziehen als Dotter. Und das Wichtigste ist, wir brauchen das Ei flüssig. Das ist interessant in dem Gericht. Na, nächstes Jahr bei Kartoffeln. Schälen, ganz klassisch. Desto dünner wir die Kartoffel schneiden, desto schneller kocht sie. Das heißt, wir müssen sie hauchdünn schneiden. Das heißt, Kartoffel schnell einschälen. Hoppala. Die lebt fast noch. So, Kartoffel runter. Das nehmen wir auch weg. Gut. Dann schneiden wir sehr dünn kleinfältig runter. Wie gesagt, desto dünner, desto besser. Dann nehmen wir uns ein kleines Töpfel. Für eine Portion haben wir mit einer halben Kartoffel genug. Das ist ein günstiges Teller rein. Öl rein. Richtig schön heiß werden lassen. In den Voller. Kurz auf die Seite gehen. Kartoffel rein. Kurz unziehen lassen. Flamme wieder rauf. Schalotte. Nachdem es eine Creme ist, müssen wir jetzt zwar alles zugleich rein tun. Aber das ist bei den Creme nicht so empfindlich im Sinn. Das ändert sich nicht der Geschmack. Wir nehmen eine Schalotte, das Ganze auf dem Grund der Zwiebel ist die Suppe nicht dran. Das hat den Geschmack von unserer Südtirolerei decken. Nehmen wir die Schalotte, die süßer ist. Allen von der Seite, von der Wurzel. Schneiden das kurz oben ein und cut und schneiden. Machen wir genug. Geben das zu unserer Kartoffel dazu. Das Salz kurz durchschwenken. Schrot oder Pfeffer. Ein bisschen Meeressalz, allem von der Mühle, wenn es geht. Ist einfach geschmacklich viel besser. Unsere Südtiroler Milch. So. Das ist jetzt so, sagen wir gut, bei 5 Minuten 20. Lassen wir es heute in 3 Minuten kochen. Da kann man noch ein bisschen einschalten und den Spagat ein bisschen weiter warten. Ja, genau so. Okay. Na, in der Zwischenzeit kann man schon ins Teller richten. In dem Fall richten wir das in eine Glosschale. Nehmen wir unseren Spinat, das heißt einmal die Schüssel. Den Südtiroler Spinat rein. Babyspinat, viel zärtlicher, zarter Geschmack. Und wieder das gleiche, ganz ein bisschen Salz. Ganz ein bisschen Pfeffer. Ein gutes Tropfen Olivenöl. Der daheim. Okay.
Salat bitte nicht mit den Händen greifen, es geht zwar noch leicht. Dann muss er so durchschwenken, weil logisch super. Weil es mehr man in den Salat umgreift, desto lätscherter wird. Und der lätscherte Salat ist einfach nichts Gescheites. Okay. Das gleich der Härtchen. Okay, dann muss ich zum Mixer. Das wird jetzt noch ein Mäntel dauern. Wir können gerne schon, oder zum Schluss oder am Anfang. Wenn ich es gerne intensiv will, dann tue ich es gleich rein. Wenn ich es gerne milder will, dann tue ich es zum Schluss rein. Aber ich tue in dem Fall ganz ein bisschen Muskat rein. Das rundet allem einen schönen Geschmack von der Kartoffel rein. Okay. Jetzt haben wir genau noch 3 Minuten. Jetzt brauchen wir noch 50 Sekunden für die Kartoffel. Das Ei broschiert wunderbar. Das könnt ihr sehen. Und das werdet ihr sehen, es ist sehr einfach, das noch von der Folie aus. Durch dem, was ein bisschen Olivenöl reingetan, jetzt könnt ihr auch Butter rein, aber besser ist Olivenöl. Was haben wir da perfekt flüssiges Dotter, was wir noch brauchen, wie ein Dressing in Salat zu machen. Das war ja alles zu drucken. So, jetzt fehlen noch 30 Sekunden. Wir können auch gerne vielleicht mit einem Löffel ein bisschen vom Wasser, man kann auch gerne Gemüse vornehmen. Aber so viel Zeit hat man noch einmal nicht allem. Falsche Gericht, das kann man daheim in 9,5 Minuten, 10 Minuten sehr gerne selber kochen und kommt auch sehr gut an, wird sehen. Ist der Salz vielleicht noch? Okay, nachdem wir die Kartoffel sehr dünn geschnitten haben, probieren wir gleich, jawohl, Bauch kochen. Los Mixer, also das heißt, los Becher, Plastikbecher in dem Fall. Das kannst du auch gerne noch in einen Thermomixer machen, hell ist noch die kleinste Arbeit. Und richtig kräftig mixen. Fallen den jetzt genau noch 2 Minuten 40. Eine Minute werden wir mixen müssen. Oh, haben wir noch Zeit. 20 Sekunden Zeit. 2 Minuten im Ganzen, 20 Sekunden. Da haben wir es vielleicht ein bisschen länger brauchen, noch ist irgendwie normal. So, das Kartoffelcreme ist Ding da. Und dann kosten, weil ausgelernt haben wir nie. Jawohl. Ein bisschen Salz vielleicht noch. Das könnt ihr auch gerne Zwiebeln oder Kräuter dazu geben. In dem Fall haben wir einen frischen Thymian. Sonst ganz kurz nochmal aufmixen vielleicht. Vielleicht ein paar Sekunden. So wir, desto weniger man die Kräuter kocht, desto mehr geben sie das Aroma. Ne? Gut, dann haben wir schon angefangen umzurichten. Haben wir sehr einfach in unser Glasl. Dann da die Kartoffelcreme rein. Und noch Zwiebeln oder Kartoffeln. Okay. Dann nehmen wir unser broschiertes Ei, ziehen das von der Folie oder ganz einfach aufschneiden. Begleiten das Kackerl zum Teller. Klose Folie sanft dort ziehen. Und begleite es noch zum Los. Null Warenkost praktisch bei so einem Gericht. Einfach Klosser voller Teller daheim. Ein Spinat kann man gleich finden, wenn ich finde, auch frischer. Den haben wir, wie gesagt, gleich mit Öl und Salz angemacht. Ein bisschen frischen Babyspinat drüber. Ist eine nette Idee, wenn jemand daheim kommt, will ich ihm halt besonders machen, wie ich schon Schnee mache. Ne? Dazu geben wir noch unsere schönen Blüten. Und jetzt werde ich die ganz sanft einzupfen, weil den Spinat haben wir ohne Dressing angemacht. Und genau die Blüten, voll ist das die Calendula, gibt die schöne Säure, was man im Blauen. Im Timer hören wir, 9 Minuten genau. Vielleicht 9 Minuten 20, ein bisschen haben wir geschwindelt. Aber das Gericht ist perfekt. Erzogen, ich bin zufrieden. Pinot Grigio. Also natürlich aus Südtirol und Mahlzeit.